Hey Leute, willkommen auf meinem Kanal. Besser ist das. Wie ihr seht, ich bin wieder beim Passat im Gange. Und zwar hatte ich ja im Vorstellungsvideo vom 3BG schon erwähnt, dass mir die Kennzeichenträger nicht gefallen. Die sehen ein bisschen störend aus, da ich ja kurze Kennzeichen habe. Hab ja auch gesagt, dass ich da mal gucken will, ob es da nicht eine bessere Lösung gibt. Und ich habe was gefunden. Und zwar haben wir hier Kennzeichenhalter von SimpleFix. Sind extra für kurze Kennzeichen. Sind vier Stück in der Verpackung, also jeweils für zwei Kennzeichen. Und ich zeige euch gleich mal, wie das funktioniert. Als allererstes muss natürlich das Kennzeichen und der alte Kennzeichenhalter entfernt werden. So, den Kennzeichenträger habe ich nun entfernt. Unter dem Kennzeichenträger befindet sich noch so eine Dämmmatte. Die habe ich mir bereits schon gekennzeichnet, in welchem Bereich das Kennzeichen sitzt. Und zwar genau von hier bis hier. Auf der rechten Seite habe ich mir die Überreste bereits schon entfernt. Die erste Schicht konnte man so abziehen. Die zweite Schicht habe ich dann vorsichtig mit Bremsenreiniger entfernt, also die Klebereste. Das gleiche werde ich jetzt hier auf der linken Seite auch noch machen. Und dann wird der neue Kennzeichenhalter montiert. So, hier mal ein so ein Träger unmontiert. Wir haben zahlreiche Möglichkeiten, den Träger zu fixieren. Wir sehen hier überall Langlöcher. So kommt der ran. Wir haben auf dem Halter auch noch ein Klebepad, um das Kennzeichen richtig zu fixieren. Wird aber durch diese Nasen hier oben gehalten. Aber ihr könnt es sehen. Hier habe ich schon mal einen montiert. Schrauben sind zwar mit bei, aber ich benutze eher die Originalschrauben, da die auch in das Gewinde passen von der Heckklappe. Ich werde jetzt den zweiten Halter auf der rechten Seite montieren und dann schauen wir mal, wie das Kennzeichen passt und wie es aussieht. So Leute, Kennzeichen sitzt. Und was sagt ihr? Das ist der Unterschied wie Tag und Nacht. Ich finde, das sieht jetzt tausendmal besser aus. Funktioniert ganz gut mit den Haltern. Das Klebeband bzw. das Klebepad auf der Rückseite ist auch sehr stark. Ich muss es mal kurz lösen. Das klebt gut. Die Halter sind auch stabil, also das rastet gut ein. Ja, denken wir mal, kann es hören. Ich habe es unten zuerst reingesetzt in die Nase und oben dann eingeklippt. Ja, ich würde sagen, das hält. So, und das gleiche Spiel mache ich dann jetzt vorne. So, hier mal kurze Ansicht. So sieht es vorher aus. Ich baue das jetzt um und dann schauen wir mal, wie es hinterher aussieht. So, die neuen Kennzeichenträger sind dran. Finde, sieht auch ganz gut aus. Das Einzige, was natürlich ein bisschen störend ist, dass hier an der Frontschürze ein bisschen Lochfraß herrscht. Denn hier sind schon einige Löcher reingekommen für irgendwelche anderen Halter. Lässt sich leider nicht vermeiden. Ist halt nur mal ein gebrauchtes Auto. Aber vielleicht gibt es da eine Möglichkeit, das irgendwie zu reparieren. Aber an sich muss ich sagen, sieht das schon mal ganz gut aus. Oder was meint ihr? So, damit sind wir dann auch schon wieder am Ende dieses Videos. Ich weiß, sowas interessiert vielleicht nicht jeden, aber vielleicht gibt es den einen oder anderen, der genau sowas gesucht hat. Darum werde ich den Link auch in die Videobeschreibung setzen. Also, wenn ihr sowas auch braucht, eine gute, günstige Lösung für die ewig langen Kennzeichenträger, dann schaut in der Videobeschreibung nach. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst damit einen Daumen da. Über ein nettes Kommentar würde ich mich natürlich auch freuen. Natürlich darf auch gerne abonniert werden. Abonnieren ist weiterhin kostenlos. Und bis dahin, ciao, ciao.